begleitet uns heute ins Phantasialand. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier aus dem Phantasialand. Ja, es ist lange her, ich glaube, das letzte Mal war ich im Wintertraum hier. Aber in den Sommermonaten war ich, glaube ich, letztes Jahr nicht hier, sondern das Jahr davor. Also es ist ein bisschen was her. Wir warten jetzt hier noch auf Daniel und Sven. Wir sind heute eine richtig große Truppe. Daria ist dabei mit ihrem Freund. Meine Mama ist dabei mit ihrer Freundin. Und wie gesagt, Daniel und Sven und Carsten begleiten uns später auch noch. Das Wetter ist mega schön, also es ist vielversprechend, Wasserbahn zu fahren. Und ich glaube, wir werden einen sehr schönen und witzigen Tag haben. Also begleitet uns. Sven fixt gerade das Schild hier von Lillys Café. Wir möchten etwas frühstücken und etwas trinken. Das ist mal so der erste Anlauf, den wir morgens haben. Lillys Café. Übrigens wird es heute sehr, sehr voll. Also das ist hier die Schlange für Rookburg. Hat aber noch nicht offen. Aber es wird voll. Es sind sehr, sehr viele Menschen unterwegs. Ja, hier gibt es echt leckere Brötchen und Cookies. Hier gibt es zum Beispiel mit Roastbeef, aber auch Schinken. Jetzt auch hier mit Put. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Und Lachs. Also wir sind hier eigentlich immer morgens, wenn wir ins Phantasialand gehen. Ich habe mir einen Pecan Nut Cookie geholt und einen Chai Tee. Und Sven hat hier das Roastbeef Baguette mit Latte Macchiato. Sieht echt gut aus. Wir fahren jetzt eine Runde Maus und Schokolade. Ja, ich habe gegen Daniel gespielt und ich habe gut aufgeholt am Ende, aber er hat knapp gewonnen. Ich habe gewonnen! Ihr seid die besten Mäusejäger aller Zeiten! Und im Namen der Kammerjägerzunft Moment, ich glaube, wir haben noch mehr Mäuse im Gehäuse. Los! Ja, wir sind Maus und Schokolade gefahren. Das war das erste Mal für meine Mama. Musst du dir erst mal erklären, wie das funktioniert. Also, sie haben 36.000, also immerhin. Das war nicht schlimm. Für ein erstes Mal kann man das auf jeden Fall akzeptieren. Wir gehen jetzt hier auf Toilette und dann mal gucken, was wir jetzt als nächstes machen. Wir fahren jetzt eine Runde Vinyas Fear and Force. Aktuelle Wartezeit 15 Minuten. Sven und ich machen eine schöne romantische Fahrt. Ja. So hat uns die Mitarbeiterin uns gewünscht. Schöne romantische Fahrt. Wir dachten schon, sie sagt am Ende noch, wir können ruhig kuscheln. Aber sie meinte eigentlich nur, wir müssen uns nicht anschneiden. Wir sind alt genug. Wir sind alt genug, um uns nicht anzuschneiden. Ja.
Komm, es klingelt, du müsst ans Telefon. Warte. Hallo? Ein Elefant. Ist da jemand dran? Ein Affe. Ja, es klingelt. Ja, es ist ein Affe. Hallo. Meine Artgenossen. Ui, sag denn aber Neuigkeit. Sag denn der Präsident. Alles klar, Sie dürfen den Knopf drücken. Also hier der Bereich wurde jetzt zu Afrika neu gebaut, umthematisiert. Und hier kann man auch auf die Black Bamba gucken, wenn sie fährt. Die Wartezeiten fahren jetzt Colorado. 20 Minuten. Taron hat gerade 45. Ich weiß nicht, was hatte Fly? Ich glaube auch so halbe, dreiviertel Stunde. Hat doch keiner geantwortet. Ja, ich bin heute nicht so Fly. Ich habe keinen Bock auf Fly. Daria auch nicht. Sven möchte gern Fly fahren. Er wollte mich eben zwingen, aber dann wurde die Wartezeit leider auf 50 Minuten hoch. Hat mir keinen Bock mehr. Mal gucken. Vielleicht erbarme ich mich ja später. Aber nur weil du es bist. Das ist sehr nett von dir. Ja, weil du mal so nett zu mir, weil du mir so gut assistiert hast letzte Woche bei meinem Auge. Ja. Ihr habt gesehen, wir sind eine Runde Geister-Rikscha gefahren. Kult gehört irgendwie dazu. Jetzt gehen wir zum Mystery Castle, denn Wartezeit ist nur 15 Minuten. Also es ist relativ voll, aber irgendwie sind die Wartezeiten in Ordnung, würde ich sagen.
Wir sind Mystery Castle gefahren und ich liebe eigentlich Mystery Castle, aber es hat sich diesmal nicht gelohnt, weil wir sind, wenn man Mystery Castle öfter fährt, weiß man, es geht öfter hoch und runter. Wir sind hochgefahren. Wir sind hochgefahren, wir sind runtergefallen. Das war's. Und ich guck Daria so an. Das war's. So, wir fahren jetzt River Quest. Warst du gar nicht drauf? 25 Minuten? Ja. Hast du einen Husten oder was? Dann kann ich ja hier sitzen bleiben. Könnt ihr gerne hier sitzen bleiben. Also ich muss. Da wird man nass. Ja. Und nass ist nicht so gut. Wollen wir nicht. Wir haben jetzt unsere Getränke bekommen und ich habe den Frozen Margarita, den habe ich schon immer bei Vivi und Kevin oder bei Daniel in der Story gesehen. Und ja, wollte ich jetzt unbedingt mal probieren, da ist ein Corona-Bier umgedreht drin und kostet 8 Euro. Und Daniel hat Sangria. Was? Also wir haben uns unseren Cocktail fast getrunken und, der Wein hat mir jetzt den Rest und Daniel, Daniel hat halber Liter oder mehr als halber Liter? Ach, fast ein Liter. Daniel hat gut einsitzen. Ja. Ja, also ich merke wirklich, würde ich sagen. Jetzt eine Runde Taron. River Quest. Oh, da dreht sich schön. Naja, wir gehen jetzt mal gucken, ob das, wie viele Leute im Uhrwerk sind, weil wir wollen heute im Uhrwerk essen. Wir sitzen jetzt hier gemütlich bei unserem Sangria. Daniel hat schon gut einen Sitzen. Ich habe tatsächlich einen Sitzen. Ohne Witz, also ich sag sowas ja nicht, aber... Guck mal sein Video vorbei, weil ich musste schon reden. Und dann kam der liebe Thibaut, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, vorbei und schenken uns einfach hier diese Disney 100. Kann man gut sehen, ja. Ja. Richtig, richtig Münze. Cool. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank. Also er hat heute Morgen Daniel schon geschrieben, dass er uns gerne was schenken möchte. Und damit hätten wir nie mega, gerechnet. Das ist mega, mega cool. Ja. Dankeschön. Und, liebe Grüße an dich. Ja, von einem Restaurant ins andere. Wir sind jetzt im Uhrwerk in Rookburg und möchten hier was zu essen bestellen. Wir müssen den Alkohol ein bisschen, also vor allem Daniel, neutralisieren. Er möchte nichts mehr sagen. Er kann nichts mehr sagen. Also es gibt hier verschiedene Burger. Sie sagt, es ist hier eine Zeitung, sie kann keine Zeitung lesen. Es gibt hier hausgemachte Pommes sehen. In Schaufeln. Es gibt Pasta. Es gibt Bowls, verschiedene. Wo sind die Bowls? Da. Und ja, also Biosa, Teigtaschen, Tata. Gibt's hier. Ja, verschiedene Sachen. Dessert. Ich weiß auch nicht, ich muss jetzt mal gucken, was ich nehme. Unser Essen ist da und ich habe den Captain's Burger. Sieht echt mal mega gut aus. Also zwei Steak Filet, ich weiß nicht, ob es Filet ist, aber zwei Steaks drauf mit Spiegelei. Daniel hat die Lachs Bowl. Sieht auch gut aus. Und Sven hat Spaghetti. Guten. Die anderen haben schon angefangen zu essen, aber Daria und so haben auch Captain's Burger.
Wir sind jetzt fertig mit dem Essen hier im Uhrwerk und ich fand es sehr, 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 sehr lecker. Mein Doppelkinn-Kaschieren. Daniel, deine Bowl war auch gut, hast du gesagt? Sehr gut. Wollte ich immer mal probieren, aber irgendwie, wenn ich hier bin, möchte ich doch einen Burger essen. Ja, wir gucken jetzt noch, was wir machen. Wir haben jetzt in die Uhr. 2:50. Noch 4 Stunden hat der Park offen. Taron müssen wir noch fahren? 25 Minuten. Das ist super. Und es gibt auch Single Rider, der Carsten erzählt, dass da nur so 5 bis 10 Minuten Wartezeit ist. So, weil wir die ganze Portalokan sprechen. Single Rider, das heißt, wir sind direkt dran gekommen. Also das Tipp, wenn ihr keine Probleme habt, mit anderen Menschen zu fahren. Ich bin bei Taron, ist es eh, dass man so weit auseinander sitzt. Dann merkt man gar nicht, ob man neben der Person sitzt, die man kennt. Deswegen, wir sind direkt dran gekommen, super Tipp. Ansonsten war die Wartezeit 35 Minuten. Wir gehen jetzt zu Talukan. Daran möchte ich unbedingt Talukan fahren. Ich habe damit auch gar kein Problem. Sven, das ist da jetzt raus. Das erste Mal, dass er raus ist. Aber danach gehen wir zu River Quest. Da fahren wir wahrscheinlich alle mit. Also Talukan ist für mich kein Problem, was sich dreht, das vertrage ich eigentlich ganz gut. Wenn es so ruckelt oder so im Kopf schlägt, das kann ich gar nicht abhaben. Wir wollen zu River Quest, ne? Ja, wir wollen zu River Quest, Sven. Nicht Japas? Ja. Wir wissen noch nicht, Sven ist gerade der Führer der Gruppe. Das ist wie so eine Schulgruppe. Wir müssen mal gucken, ob alle da sind, ob sich keiner verlaufen hat. Ja, heute ist wieder so eine Schulgruppe. Man muss sich so ein bisschen durchzählen, aber es wird. Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt eine Runde River Quest. Also wenn ihr River Quest fahrt, habt ihr eine der folgenden Möglichkeiten. Entweder ihr müsst mit den Überraschungen, also entweder habt nichts, ihr werdet erfrischt, ihr bekommt Wasser, ihr bekommt sehr viel Wasser oder ihr bekommt ein Vollbad. Also 1 von 5 Möglichkeiten. Ihr seht noch, meine Haare sind noch oben und die sind tatsächlich auch noch ein bisschen nass hier an den Spitzen. Mein Hut ist nass, mein Kleid auf der rechten Seite ist nass. Sven hat so noch rechtzeitig seine Schuhe ausgezogen, weil er geht heute Abend noch essen mit Daniel. Ja, Daniel ist klitschnass, also du hast Level 5, ne? Ja, 1000. 1000, Level 1000. Ihr Freund hat Level 3? 2? 3? Sven, Level? 2. Level 2, also ist ja gut weggekommen. Ich würde sagen, ich bin auch so Level 3 bis 4. Einen trifft es halt immer, ne? So, jetzt suchen wir die anderen. Nach dem ganzen Adrenalin haben wir uns erstmal eine Waffel gegönnt.
7,80 Euro hat sie, glaube ich, gekostet mit Sahne, Vanilleeis und Erdbeeren. Sieht man jetzt so schlecht. Da stehen wir im Schatten. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen gechillt, einfach in Berlin auf der Bank gesessen und laufen jetzt Richtung Ausgang. Möchten aber jetzt noch mal Mystery Castle gucken, ob es wieder ein Reinfall wird oder ob es diesmal, sagen wir mal, normal fährt. Ja, deswegen beginnen. Wir haben ja eh bei Mystery Castle geparkt. Können wir noch eine Runde fahren und dann gehen wir nach Hause. Der Park hat heute ja bis 19 Uhr geöffnet. Also YouTube-Man sagt das. YouTube-Man. Ja. Genau. Also wir laufen jetzt raus, fahren noch eine Runde Mystery Castle und das war es dann auch schon für den Tag. Also es war gut gefüllt, aber ich muss sagen, die Wartezeiten waren echt human. Bei River Quest war das längste, was wir angestanden haben. Ansonsten echt gut gewesen. Also wir hatten echt einen tollen Tag hier im Phantasialand. Das nächste wahrscheinlich erst wieder zum Wintertraum. What? Ja. Komm im August? Ich komme nicht, wahrscheinlich nicht im August. Keine Ahnung. Ich habe kein vergünstigtes Ticket. Also wir hatten heute vergünstigte Tickets, die wir im Februar gekauft haben. Ja. Aber nächstes Wochenende geht es ja weiter. Da bin ich wieder mit Brina im Rulantica unterwegs. Also für Brina ist das erste Mal und ich bin dann zum zweiten Mal da. Ich war ja schon dieses Jahr mal im Rulantica. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, das Wetter wird gut. Aber das seht ihr dann nächste Woche. Ja, wir sind jetzt nochmal im Mystery Castle gefahren. Und sagen wir mal so, es war ein bisschen besser als die letzte Fahrt. Aber erstmal, wir sind als letztes reingekommen. Wir waren ja zu dritt. Und die Reihen waren schon alle voll. Es waren nur noch Einzelplätze. Und dann haben sie uns gesagt, wir müssen uns trennen. Und wir wollten das nicht, wir wollten halt zusammenfahren und dann haben sie gesagt, nö, da müssen sie wieder rausgehen und sich vorne wieder anstellen. Und dann, ja, haben wir keinen Bock gehabt und dann haben wir uns halt getrennt und dann saß ich gegenüber von den beiden und meine Reihe war irgendwie total lame. Wir sind einmal hoch, aber dann runter gefahren, wir sind ja nicht gefallen beim ersten Mal. Ja. Und dann ging es immer ganz hoch, dann sind wir einmal runtergefallen und das war's dann. Ihr seid dann nochmal hochgefahren, ich nicht. Also ist Mystery Castle auch nicht mehr das, was mal war. Ja, und das war unser Tag hier im Phantasialand. Wir haben gerade Daniel und Sven verabschiedet. Daniel sehe ich in 2 Wochen wieder im Disneyland Paris zur Pride. Und in Sven wahrscheinlich erst im Juli im Europapark. Ja, ist noch eine lange Zeit. Aber wir hatten einen schönen Tag. Wie gesagt, nächste Woche geht es weiter im Rulantica. Und ich hoffe, da seid ihr wieder dabei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.